Es braute sich etwas zusammen über dem mittleren Westen der USA. Diese Aufnahmen vom Samstag zeigen einen Tornado, der im US-Bundesstaat Oklahoma wütet. Der nationale Wetterdienst hatte vor mehreren lebensbedrohlichen Tornados gewarnt. Betroffen waren auch Nebraska, Kansas, Texas, Iowa, South Dakota und Minnesota. In Oklahoma sollen in der Nacht nach Medienberichten 5 Menschen ums Leben gekommen sein. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben. Mit den Tornados sollen auch tennisballgroße Hagelkörner vom Himmel gefallen sein. Bäume wurden entwurzelt und Stromleitungen zerstört. Auch Hausdächer wurden abgedeckt. In Thurman, einer kleinen Gemeinde in Iowa, hinterließen die Stürme ein Bild der Verwüstung. Viele Einwohner waren gezwungen, die Nacht zum Sonntag in einer Notunterkunft zu verbringen. Der Schrecken ist ihnen jetzt noch anzumerken. Es hat wie verrückt geregnet und ein Ast flog herum. Ich bin ins Bad gelaufen und dann war es fast schon wieder vorbei. Die Wohnwagen wurden zerstört und die Trümmer flogen hierüber. Die Tornadosaison in diesem Jahr startet ungewöhnlich früh. Es wird befürchtet, dass es ähnlich viele Stürme geben könnte wie im vergangenen Jahr. 2011 gab es in den USA die meisten Tornadototen seit beinahe 100 Jahren.